Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video aus der ePrison.de-Redaktion. Heute siehst du bei uns das Gameplay-Video zu F1 2015 aus dem Hause Codemasters. Ja, hier im Hauptmenü kannst du halt verschiedene Modis wählen, darunter die Profisaison, Meisterschaftssaison und natürlich auch das schnelle Rennen. Natürlich bietet das Spiel alle original lizenzierten Fahrzeuge, Fahrer, Teams und natürlich auch Strecken. Erstmalig in diesem Jahr ist auch Mexiko im Rennkalender vorhanden, Deutschland allerdings nicht. Ja, zusätzlich bietet Codemasters mit dem Spiel auch die Möglichkeit, die Saison 2014 noch einmal zu fahren. Da haben wir übrigens selbstverständlich wieder die Möglichkeit, einen deutschen Grand Prix zu absolvieren. Wie du sehen kannst, sind die Menüs mittlerweile voll animiert. Ich nehme jetzt mal Jens Button für unsere kleine Trainingseinlage. Nur im Schnellrennen, im Schnellstart, kann die Session direkt eingestellt werden. Komplettes Qualifying, kurzes Blitzqualifying, Renndistanz, Wetter, kann alles eingestellt werden. Bei der Meisterschaftssaison ist das Ganze etwas anders. Dort werden die ganzen Modis bzw. die drei möglichen Rennlängen als Gesamtpaket zusammengefasst. Das betrifft allerdings nicht die Renneinstellung und auch die jeweiligen Fahrhilfen, die ich jetzt gerade mal gezeigt habe. Hier sind zum Beispiel Fahrhilfen. So wie sie da stehen, werden sie auch von mir im Test hier gefahren. Ja, da sind wir auch im Cockpit des McLaren Honda. Honda ist ja das erste Jahr wieder mal bei der Formel 1 dabei als Motorenlieferant und als Team. Wenn man hier jetzt eine Einstellung vornehmen will, dann bekommt man von dem Rennmechaniker das Pad überreicht, wo man halt jetzt die ganze Einstellung sehen kann. Mit Anregungen und hier die einfache Lösung, seine Einzeleinstellungen vorzunehmen. Das sind die vorbereiteten Einstellungen. Alternativ kann ich jetzt hier separat noch einmal ein paar Parameter verändern. Ich nehme die 4. Wir sind hier aktuell auf dem Red Bull Ring in Österreich. Das heißt, lange Distanzen, teilweise lange Streckenabschnitte mit scharfen Kurven. Ja, während ich jetzt aus der Boxengasse rausfahre, noch ein paar kleine Informationen zum Video. Das Video wurde mit einer Bildrate von 50 aufgenommen. Der Hintergrund ist, dass der errechnete Durchschnitt vom spieleigenen Benchmark 53 war. Ich mich dem halt ein bisschen anpasse. Ein Ruckeln im Video kann ich leider nicht ausschließen, da das Spiel zwischen 60 und 48 mal schwanken kann, je nachdem welchen Detailgrad man gerade so auf der Strecke erreicht. Nichtsdestotrotz, das Spiel bei 60, bei einer 60er Bildrate ist sehr, sehr flüssig, macht gutes Spaß, das hier gezeigte. Ist alles auf Ultra, ist alles hoch, bis auf zwei Elemente, die aber von der Hardware gesteuert werden. Sonst ist eigentlich das komplette volle Paket. Wie du siehst, es regnet tierisch. Die zugeschalteten Fahrhilfen sind von mir lediglich Automatik und komplette Traktionskontrolle. ABS und ASR sind ausgeschaltet. Genauso wie Anti-Spin. Im Regen fahren ist natürlich anspruchsvoller. Wir haben hier jetzt die Regenreifen drauf, weil es regnet. Jetzt werde ich gleich noch, weil es qualifying ist, das Fettgemisch einstellen. Das kann man während des Rennens über Steuerkreuz machen. Gesteuert wird hier aktuell mit dem Xbox 360 Controller. Die beiden Einstellungsparameter werden natürlich im Rennen durch Reifen und Aerodynamik erweitert. Allerdings werden diese beiden dann nur durch einen Boxenstopp übernommen, während Spritgemisch und Bremsverteilung sofort über das Lenkrad eingestellt werden. Ja, Szenenwechsel. Ich fahre jetzt in die Box rein und möchte euch halt den ganzen Boxenablauf zeigen. Ich bin nämlich immer noch im Training, habe jetzt drei Runden absolviert. Boxenhilfe ist eingeschaltet, das heißt, ab der Linie übernimmt der Computer die Boxeneinfahrt bzw. alles, was dazugehört. Wer es mag, kann natürlich auch den manuell machen.
Ja, man achte jetzt auf die vielen kleinen Details, wie rechts und links die Wärmedecken um die Reifen dann alles anschließen. Das sieht alles sehr, sehr schön aus und es wirkt auch sehr, sehr liebevoll an vielen Ecken, was das Spiel eigentlich so nur noch abrundet. Ja, ich stehe in der Box, kann mir das Training jetzt angucken, natürlich mit Zeitraffer. Aktuelle Wetterdaten werden unten angezeigt. Jetzt das Timing. Stehe auf Platz 4, ist nicht schlecht. Und ich kann live via TV-Übertragung bei anderen Fahrern reingucken, mir denen ihre Runden angucken, wie die fahren. Die KI ist sehr gut gelungen. Man hat durchaus was. Sie ist zwar aggressiv, steckt aber auch gerne zurück, was nicht zuletzt an den harten Regeln der Formel 1 liegt. Trotzdem sehr, sehr genial gelungen, die KI. Je nach Schwierigkeitsgrad ist er auch fordernd, bis zum geht nicht mehr. Und der Unterschied zwischen größeren und kleineren Teams ist auch sehr spürbar. So hatte ich den Test gemacht mit Vettels Ferrari auf Schwierigkeitsstufe Mittel einmal und dann mit einem Honda, McLaren Honda. Probiert selbe Strecke, selbe Schwierigkeitsgrad und ja, 3 Sekunden Abstand war es dann am Ende. Gut, hier nochmal jetzt zur Siegesflagge. Um kurz mal die Siegerehrung zu zeigen. Ja, wie lange habe ich auf sowas gewartet? Schöne Siegerehrungen variieren auch durch ein paar andere Szenen, durch diverse Szenenwechsel untereinander. Ganz gut gelungen. Ein toller Sieg für McLaren. Eric Boullier wird zufrieden damit sein, den Triumph von der Boxenmauer aus wie immer perfekt mitdirigiert zu haben. Ja, während ich dir jetzt das Beste aus dem Rennen nochmal via Replay zeige, noch ein paar Worte zu diesen Kameraschwenks. Im schnellen Spiel gibt es diese lediglich nur bei der Siegerehrung. In der Meisterschaft wird es da schon ausführlicher, wie ich denn zum Ende hin des Videos nochmal zeigen werde. Mit interessanten Einblicken, mit coolen Kameraschwenks, wo die Fahrer mal winken oder mal cool das Visier runterklappen. Die Präsentation ist sehr, sehr gut gelungen und konnte mich auch sehr beeindrucken. Was mich nicht beeindrucken konnte, war dann halt doch die Tatsache, dass Kleinigkeiten wie Safety Car nicht vorhanden waren, Durchsetzung von gelben Flaggen. Manchmal ist auch die Durchsetzung der Rennleitung ein bisschen schwammig. Es wird bei Regen zum Beispiel DRS aktiviert angesagt, aber man kommt es nicht, es wird also doch nicht freigeschaltet. Solche kleinen Fehler machen natürlich dann einen nicht so sauberen Eindruck. Ja, trotz neuer Engine bleibt auch dieses Spiel nicht von ein paar kleineren Grafikfehlern verschont. So gibt es gerade bei den Siegerehrungen diverse Schatten-Textur-Probleme oder auch am Fahrzeug mit Schatten-Textur-Probleme, dass die halt in zackig dargestellt werden, statt leicht abgerundet oder sich den Kanten halt anpassen. Du siehst jetzt hier die reine KI im Kampf. Die gibt es sich wirklich ordentlich auf der Strecke, da manchmal denkt man, okay, das hätte ich jetzt so nicht gewagt. Ja, springen wir gleich mal in die nächste Szene, da kommt jetzt nämlich das, was ich meinte mit den Präsentationen. Langsame Kurven, als auch eine extrem lange, schnelle Gerade. Diese Kombination fordert selbst erfahrenen Piloten einiges ab. Diese Location ist bei vielen Teams sehr beliebt. Die Strecke ist sowohl für die Fahrer als auch für die Autos äußerst herausfordernd. Die Rennen hier waren bisher immer sehr spannend. Die Strecke ist bei den Fahrern auch wegen des hohen Schwierigkeitsgrads beliebt. Es gibt zwei lange Geraden mit tollen Überholmöglichkeiten und eine sehr komplexe 360-Grad-Kurvenkombination hinter der Start- und Ziellinie. Was für eine tolle Strecke. Max Verstappen hat beim australischen Grand Prix einen neuen Rekord aufgestellt und wird zum jüngsten Formel-1-Fahrer auf dem Grid. Er schlägt damit Alguersuari. Der startete damals mit 19 Jahren und 125 Tagen.
Hier sehen wir Verstappens großartiges Potenzial, sonst würde man ihn nicht schon so früh fördern. Die Fahrer haben noch ein paar Minuten, bevor das Rennen losgeht. Willkommen am Shanghai International Circuit zum großen Preis von China. Im heutigen Rennen steht Sebastian Vettel auf der Pole. Er ist sicher sehr froh darüber, das Feld anführen zu dürfen. Es gibt keinen Zweifel, dass ihm die Strecke liegt. Das war bei dem wundervollen Qualifying gestern wohl nicht zu übersehen. Er wird hoffen, dass er heute eine ebenso gute Performance hinlegen wird und wirft sicher auch ein Auge auf den Rennsieg. Was war das beim letzten Mal für ein Rennen für Sebastian Vettel? Der Deutsche in Hochform und er hat eine beinahe perfekte Leistung hingelegt. Nachdem er 4 Weltmeistertitel in Folge gewann, hatte Vettel Probleme, sich an das neue V6-Modell zu gewöhnen. Gemäß dem Spruch, Form ist tagesabhängig, wahre Klasse jedoch von Dauer, ist er wieder zurück, um Grand Prix zu gewinnen und sein großartiges Talent zu beweisen. Mit den 2 hinzugefügten 10 am Ende will ich mich hier jetzt verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Testartikel mit Meinung und Urteil gibt es auf eprison.de.